Dies ist nun ein drittes Video, was vielleicht für Sie selbst gar nicht interessant ist, aus folgendem Grund. Dieses Korkmehl, was ich nämlich jetzt verwenden möchte, hat eine Sonderkörnung, die ist so fein, das ist unter 140 Mikrometer, sind die kleinen Teilchen. Das kann man nur in sehr großen Mengen, ich glaube ab 100 Kilo oder so ähnlich, kaufen. Ich habe das von dem Chef der Firma netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Ich wollte nämlich testen, ob es damit besser geht als mit dem sehr feinen Korkmehl, was wir gerade gesehen haben. Und war ganz enttäuscht, als ich die ersten Versuche damit gemacht habe. Dieses Korkmehl war sehr stark verklebt, hatte ich das Gefühl, als wäre Öl oder so etwas mit untergemischt. Aber ich habe es dann getrocknet, 2 Stunden lang bei 50 Grad. Und denke, es könnte vielleicht jetzt doch klappen, dass man auch mit diesem Explosionen auslösen kann. Ich habe bereits hier wieder die beiden Knalldöschen gefüllt mit dem Korkmehl. Im ersten Knalldöschen sind es 51 Milligramm, im zweiten 63 Milligramm. Die Dichte ist hier die höchste, die mittlere und hier die geringste. So, dann probieren wir es mal. Ist also jetzt Luft drin, wie Sie das schon kennen. Und wie gesagt, 51 Milligramm. Das hat nicht funktioniert. Mal sehen, ob es jetzt einen Unterschied gibt bei diesem. Zünden, schütteln, nein. Oh, das ging nicht. Zünden, schütteln, geht doch. Ja, das ist auch ganz schön, dass wir hier mal einen Unterschied haben. Es ist von den Proben her nicht immer genau gleich. Jetzt werde ich Folgendes machen. Es lohnt sich nicht, hier nochmal einen zweiten Versuch durchzuführen. Oder vielleicht doch. Moment, ich mache es nochmal. Also zweiten Döschen nochmal mit Luft probieren. Ich glaube, es geht nicht. Nur eine kleine Flammenerscheinung. So, dann werden wir jetzt auch hier das gleiche Späßchen machen, was wir in den anderen Versuchen gemacht haben, nämlich mit Sauerstoff mal versuchen nachzuhelfen. Also im ersten Schritt werde ich jetzt wieder 10 Milliliter zugeben in die Döschen. Ich muss gucken, ob ich es auch sehe. 10 und hier nochmal 10. Mal sehen, ob es was wird. Das heißt, wir haben jetzt den Sauerstoffgehalt in den Döschen quasi verdoppelt. Das hatte ich ja schon in den ersten Videos gesagt. Also jetzt mit 10 Milliliter Sauerstoff drin. Zünden, schütteln. Und es geht. Vorhin ging gar nichts. Jetzt geht's. Hier ging vorhin einmal was mit Luft. Ob das jetzt auch nochmal geht, gucken wir. Zünden, schütteln. Geht auch. Mein Gott. Ist ja interessant, finde ich. Also probieren wir das Späßchen nochmal. 10 Milliliter hier rein. 10 Milliliter da rein. Irgendwann ist natürlich auch das Korkmehl verbraucht. Aber das bestimmen nicht wir. Das bestimmt einfach die Natur und die hat ihre eigenen Gesetze. So, also zweiter Durchgang mit abermals 10 Millilitern Sauerstoff. Zünden. Es geht nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. Zweite Mal. Probieren. Zünden. Geht nicht. Ja, da sehen Sie auch, beim ersten Mal hat das ja mit Luft funktioniert und dann ist natürlich ein Teil verbraucht. Jetzt könnte ich noch einen letzten Schritt probieren. Ist einfach nur ein Versuch.
aber einen Versuch ist es wert. Ich werde jetzt nämlich das ganze Döschen jeweils, wie wir das bei den anderen Versuchen auch gemacht haben, füllen mit 30 Millilitern Sauerstoff. 30 und 30 sind 60. Spritze ist leer. Mehr geht heute nicht mehr. Wir müssen auch sparen. So, Deckel drauf. Und die letzten beiden Versuche. Zünden, schütteln. Hätten Sie es gedacht? Zünden, schütteln. Es geht tatsächlich nochmal. Gott, oh Gott. Wollen wir das Ganze nochmal machen? Ich kann es zwar mir nicht vorstellen, aber ich kann es probieren. Wir haben noch ein bisschen Vorrat da. Nehme ich jetzt, weil ich dann mit nicht gerechnet habe, aus der großen Dose von 120 bis 90 und von 90 bis 60 Milliliter. Dann haben wir immer noch mal einen großen Rest, falls das hier überhaupt nicht aufhört heute. Das Döschen ist auch schon ganz schön warm. So. Ohne es zu glauben, mache ich es einfach. Zünden, schütteln. Nein, es geht nicht mehr. Es wäre auch sehr komisch gewesen. Zünden, schütteln. Kann nicht mehr gehen. Na gut, aber Sie konnten jetzt, glaube ich, am Verhalten dieser drei Pulver erkennen, das Lycopodium geht am besten. Das funktioniert meistens mehrfach, sogar mit Luft und mit Sauerstoff geht es auch. Bei dem Korkmehl konnten wir es mit Luft nicht zur Reaktion bringen, aber bei Sauerstoffzusatz. Und hier geht es manchmal sogar mit Luft und mit Sauerstoff, haben Sie ja gesehen, kann man noch sehr viel mehr machen. Also wenn man es nach Qualität ordnen würde, dann müsste man diese beiden tauschen. Aber wie gesagt, es ist leider so, dass Sie das nur sehr schlecht bekommen können. Wenn es Sie interessiert, ich habe ja eine gewisse Menge, könnte ich Ihnen da eine Probe schicken. Und man benötigt ja nicht so viel davon. Das wäre es für dieses dritte Video.